Es ist eine absolute Sensation. In der Cheops-Pyramide wurde eine neue riesige geheime Kammer entdeckt und das mit Teilchenphysik. Aber welche Geheimnisse verbirgt die Kammer und wie kann sie jetzt erreicht werden? Jetzt in Klicks und Science Fiction. Wie ist die Lage der geheimen Kammer in der Cheops-Pyramide? Herzlich willkommen. Die Ägyptologie ist eine der absolut spannendsten Wissenschaften. Immer wieder werden neue Geheimnisse und tausende Jahre alte Artefakte entdeckt. Erst vor kurzem zwei riesige Statuen ägyptischer Pharaonen und noch so einiges dürfte unter dem Wüstensand in Ägypten verborgen sein oder sogar direkt vor unseren Augen in den Pyramiden. Immer wieder wird dort gesucht mit immer moderneren Methoden. Erst vor einigen Jahren wurde mit einem Roboter ein seltsamer Gang entdeckt, der aber im Nichts endete. Und jetzt haben Teilchenphysiker ein neues, wirklich großes Geheimnis in der Cheops-Pyramide entdeckt. Und das ist wirklich riesig. Eine 30 Meter lange und 8 Meter hohe Kammer oberhalb der Galerie des Ganges, der zur Königskammer führt. Aber wie konnte die Kammer Jahrtausende verborgen bleiben und wie konnte sie jetzt entdeckt werden? Die Teilchenphysik macht es möglich. Erstmal ist das Verfahren simpel, war aber bisher in dieser Größenordnung einfach nicht möglich. Röntgen, das Durchleuchten von Materie mit Strahlen, die durch sie durchdringen. Für uns Menschen geht das ganz einfach mit einem Röntgengerät. Doch eines zu bauen, das so groß ist, um eine Pyramide zu durchleuchten, das ist schlicht und einfach unmöglich. Deshalb kamen die Archäologen auf die findige Idee, sich mit Teilchenphysikern zusammenzutun. Vielleicht gibt es ja Teilchen, die durch die Materie dringen und sowieso durch den Raum fliegen. Und genauso war es. Myonen sind die Lösung. Sie entstehen, wenn Protonen aus dem Weltall auf unsere Atmosphäre treffen. Dabei zerfallen Atomkerne und es entstehen diese Myonen. Sie sind wie Elektronen negativ geladen, zerfallen aber bereits nach 2,2 Millisekunden, also wahnsinnig schnell. Von außen betrachtet existieren sie aber Gott sei Dank viel länger. Die Relativitätstheorie macht es möglich. Sie bewegen sich fast mit Lichtgeschwindigkeit fort. Deshalb wirkt die Zeitdilatation auf sie und sie haben für uns rund 10-mal mehr Zeit, bis sie zerfallen. In dieser Zeit können sie die Erdoberfläche erreichen. Und auf dem Weg durch Materie werden sie dann abgelenkt. Fliegen sie nicht durch Materie, werden sie nicht abgelenkt. Stellt man in einer Pyramide, also unterhalb eines Hohlraumes, Detektoren auf, treffen dort mehr Myonen auf als unter einer dicken Steinschicht. Wie mit einem Röntgengerät können jetzt auf diese Weise Hohlräume entdeckt werden. Und genau das ist jetzt passiert. Oberhalb der Galerie muss es nach den Messungen der Teilchenphysiker einen riesigen Hohlraum geben. 30 Meter lang und 8 Meter hoch. Aber was hat es mit diesem Hohlraum auf sich? Die Spekulationen schießen jetzt ins Kraut von, da gibt es keinen Hohlraum über, das ist ein Entlastungsraum, der wie in der Königskammer den Druck der Steinmassen auf die Galerie darunter ableiten soll, bis zu, das ist die eigentliche Grabkammer. Die Ägypter seien Meister im Verstecken. Noch ist alles ziemlich unklar, sollte es eine schräge Kammer sein, so glauben Archäologen und Archäologinnen, sei sie auf keinen Fall eine Schatz- oder Grabkammer, weil ja alles nach unten rutschen würde. Die haben aber offensichtlich noch nichts von Stufen gehört. Man stelle sich nur mal einen schrägen, nach oben ansteigenden riesigen Raum voller Schätze vor. Ein riesiger Berg würde sich da vor einem auftürmen. Wahnsinn, was für eine Perspektive. Die Kammer könnte aber auch einfach nur waagerecht sein. Da wären diese Gegenargumente sowieso Makulatur. Aber wie kann man das jetzt herausfinden? Ist es nur ein riesiger staubiger Raum oder eine Schatzkammer voller Gold? Noch hat niemand eine Idee, denn es scheint keine Zugänge zu dem Raum zu geben. Und ob je eine Bohrung dazu zu diesem Raum erlaubt wird, das ist äußerst fraglich. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den. Genau, auf die Glocke, nur dann verpasst ihr kein Video. Das mit der Zeitdilatation erkläre ich übrigens hier in die Relativitätstheorie einfach erklärt. Danach habt ihr hoffentlich keine Fragen mehr. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.